Einen wunderschönen guten Morgen und willkommen zu meinem neuen Peak Week Vlog. Ja, crazy. Es ist schon wieder Peak Week. Ich kann es irgendwie noch gar nicht glauben, dass es schon wieder so weit ist. Ich meine, ich habe jetzt quasi ja nur eine Woche gehabt und jetzt startet einfach schon wieder die Peak Week. Bei meiner allerersten Saison waren ja zwischen den Wettkämpfen, ich glaube, 8 Wochen oder so, 6 Wochen. Also auf jeden Fall mehr Zeit. Das jetzt war schon relativ knapp, aber ich freue mich einfach drauf. Ich habe heute früh ja schon einen Formcheck gemacht, den habe ich euch einmal eingeblendet. Also Form wird momentan echt gut. Ich hatte heute früh auch einfach wieder ein neues Low gehabt. Also ich war bei 49,1. Gestern war ich bei 49,2. Davor war irgendwie 49,8. Also momentan geht das Gewicht echt krass runter. Gut, wir haben jetzt auch gerade Wochenende, das heißt, ich habe ein bisschen mehr geschlafen und das muss man natürlich auch einberechnen. Schlaf macht echt viel aus. Also ich denke, wenn ich jetzt unter der Woche dann wieder um 5 Uhr morgens aufstehe, wird das Gewicht wahrscheinlich auch die nächsten Tage noch mal ein bisschen hochgehen. Aber ich merke auf jeden Fall, dass ich Fett verloren habe und das war ja auch das Ziel. Jetzt noch mal bis zur Evo das Bestmögliche noch mal rausholen und ich glaube, das haben wir echt hinbekommen. Also ich merke das, ich habe Fett verloren, die Haut ist mehr an den Körper rangezogen. Ich bin mal gespannt, wenn wir dann laden, alles, wie es am Wettkampftag aussehen wird. Ja, zu dem Thema auch. Ich bin jetzt gerade, ja, 7 Tage komplett ohne Kohlenhydrate, beziehungsweise mit diesen unter 50 Kohlenhydraten, was ja echt nicht viel ist. Heute ist der 8. Tag und ich muss sagen, ich habe Hunger. Also wirklich, das ist kein Vergleich zu dem, was vorher war. Irgendwie, ich bin richtig hungrig. Ich kenne das auch schon von meiner letzten Prep. Es gibt so einen Punkt, wo dir gefühlt einfach den ganzen Tag schlecht ist. Also richtig übel. So, also du hast das Gefühl, als müsstest du einfach kotzen die ganze Zeit vor Hunger. Und an genau diesem Punkt bin ich jetzt wieder. Also es ist echt ein super unangenehmes Gefühl. Ich versuche halt irgendwie viel mit Kaugummis und viel trinken, dass man irgendwie ein bisschen abgelenkt ist. Aber das ist schon echt nervig. Ich merke, dass mein Körper einfach Kohlenhydrate haben will und das signalisiert er mir ganz schön. Aber das gehört halt jetzt noch die paar Tage dazu, denn wir haben es jetzt gerade Sonntag, Peak Week Start. Und ich werde jetzt nur noch bis Mittwoch, das heißt mit heute 4 Tage, so Low Carb essen und dann wird Donnerstag, Freitag wieder geladen. Und ich glaube, ihr könnt euch vorstellen, wie sehr ich mich einfach wieder auf Carbs freue oder einfach mal auf mehr Kalorien. Ich habe euch jetzt ja im letzten Video ein komplettes What I Eat in a Day abgefilmt gehabt. Und wenn ihr das gesehen habt, wisst ihr wahrscheinlich momentan, ich esse echt nicht mehr viel. Also für längere Zeit wäre das auf keinen Fall was. Aber jetzt, um nochmal das Beste aus der Form rauszuholen, ist es auf jeden Fall gut. Ich bin happy. Ja, was erwartet euch jetzt in diesem Peak Week Vlog? Ich werde es auf jeden Fall nicht so ausführlich machen. Ihr habt ja schon in den letzten 2 Peak Week Vlogs so das Wichtigste mitbekommen. Ich werde euch jetzt eigentlich nur erzählen, wenn sich irgendwas ändert. Ja, und den Rest, der bleibt gleich. Also ab heute verzichte ich jetzt komplett wieder auf Süßstoffe. Ich nehme wieder parfümfreie Bodylotion, Duschgel. Also das ist alles jetzt genau gleich wie bei der letzten Peak Week. Der einzige Unterschied, ich habe immer noch Minimalfarbe drauf. Also ich glaube, man sieht noch so einen Mini-Unterschied. Farbe ist noch ein bisschen drauf, die versuche ich jetzt halt so gut es geht, die nächsten Tage runterzubekommen. Wenn nicht, kann man es auch nicht ändern. Also ich habe mein Bestes gegeben, ich war gefühlt jeden Tag eine halbe, dreiviertel Stunde in der Badewanne, habe versucht runterzuschrubben, aber die Farbe zieht sich halt so in die Haut ein, das ist echt hartnäckig. Ja, und das ist aber eigentlich auch so der einzige Unterschied, den es momentan jetzt gibt. Ansonsten bleibt erstmal alles gleich. Ich werde ab heute jetzt wieder mehr trinken, wieder 6 bis 7 Liter. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns einfach später wieder, wenn sich irgendwas geändert hat. Was ich euch auch noch sagen wollte, und zwar, ich war gestern im Baumarkt gewesen, denn was am Wettkampftag passiert ist, ich habe das gar nicht so groß angesprochen gehabt, aber die Farbrolle, die wir benutzt hatten, ist einfach kaputt gegangen. Also ich weiß nicht, ob man das da sieht, aber die ist einfach ein Stück abgebrochen und es war dann schon ein bisschen schwieriger beim Farbe auftragen, weil einfach ein Stück gefehlt hat und die doch schon kleiner war. Deswegen war ich gestern einmal im Baumarkt, habe eine neue geholt. Und zwar hier sieht man das, also einfach Doppelpack von diesen Farbrollen. Und hier sieht man das, glaube ich, ganz gut. Das war die Farbrolle. Die ist einfach dort dieses Stückchen abgebrochen. Da mussten wir das abziehen.
nachziehen, aber es war dann halt doch schon schwieriger vom Farbeauftragen. Deswegen habe ich mir einfach zwei neue geholt. Sollte auch auf jeden Fall jetzt reichen dann für die ganzen Wettkämpfe. Und ich kann euch noch mal einen Tipp geben. Und zwar bei dem allerersten Wettkampf, den ich gemacht hatte, hatten wir diese Farbrollen benutzt gehabt, weil wir es einfach ehrlich gesagt nicht besser wussten. Es hat zwar auch funktioniert, aber dadurch, dass die so eine andere Struktur haben, saugen die einfach viel mehr Farbe auf. Und ihr braucht mehr und die Wettkampffarbe ist ja eh immer relativ teuer. Deswegen kann ich euch die nicht empfehlen. Holt euch auf jeden Fall die. Die haben so eine glatte Struktur. Sehen so aus, also gibt es ganz normal, wir waren jetzt beim Bauhaus, haben die da gekauft. Also die kann ich auf jeden Fall empfehlen und die haben wir auch in zwei Größen. Also einmal in so ein bisschen länglicher, die nehmen wir immer für den ganzen Körper. Und dann haben wir die nochmal in ein Stückchen kleiner. Die sind perfekt, gerade für so Sachen wie Füße, Hände oder auch am Hals. Ich lege euch die nochmal jetzt hier so hin. Ich glaube, da sieht man ganz gut den Unterschied. Das ist einfach so... ja, ungefähr zwei Drittel von der anderen Rolle. Also die sind für die kleineren Stellen dann auf jeden Fall gut. Und ich habe euch das ja schon mal gezeigt gehabt. Der Peeling-Handschuh, der ist dann halt auch perfekt für so Stellen am Schlüsselbein, wo man ansonsten nicht gut drankommt. Ja, und das ist eigentlich auch dann schon die ganze Ausrüstung, was ihr alles braucht für die Farbe. Sind wir jetzt auf jeden Fall gut abgesichert für die nächsten Wettkämpfe, haben auf jeden Fall genug. Und mit denen sollte das dann passen. Ich war ja länger nicht mehr spazieren gewesen, einfach weil es draußen zu kalt war. Aber ich glaube, ihr seht, es ist einfach super schön sonnig und tut mal gut, wieder draußen zu sein. Mir ist zwar trotzdem kalt durch den geringen Körperfett, aber ist trotzdem ganz schön. Ja, jetzt werden noch erstmal die letzten Steps gesammelt. Vielleicht setzen wir uns dann noch auf eine Bank. Mal schauen, aber erstmal Sonne genießen. Ich habe mir jetzt einmal den Meal Prep für morgen gemacht. Einfach wieder Tomaten, Eier, das nehme ich mir dann mit auf die Arbeit, denn es ist ja wieder Montag, Wochenstart. Das war es aber auch für heute, also es ist nicht mehr wirklich viel passiert. Ich habe ja noch die letzten Steps gesammelt, war spazieren gewesen und danach habe ich eigentlich noch mein Abendessen gemacht, bisschen gechillt, geschnitten und jetzt schon die ganzen Sachen wieder für morgen gepackt. Und deswegen sage ich euch jetzt auch schon tschüss und wir sehen uns dann morgen früh wieder, wenn es dann an mein erstes Entladetraining geht. Guten Morgen zusammen. Ich bin jetzt gerade einmal aufgestanden, habe mich fertig gemacht und heute ist so der erste Tag, wo ich keine Lust hatte aufzustehen. Also mir ist kalt, ich bin aufgestanden und mir war direkt kalt. Ich habe mich jetzt auch erstmal ein bisschen dicker angezogen. Ich war hungrig, also die Nacht war nicht gut. Ich habe eigentlich durchgehend Hunger gehabt, war auch wach, ja, war irgendwie alles nicht so super, aber gut, es ist kurz vor dem Wettkampf und da ist logisch, dass man nicht mehr gut schläft. Es sind noch drei Tage, wo ich jetzt sehr wenig Kalorien habe. Ja, wird durchgezogen, wird nochmal hart, aber Form wird besser von Tag zu Tag und das ist die Hauptsache. Ich werde mich jetzt auch schon mal direkt dann, wie gestern erwähnt, ins erste Entladetraining geben. Ich freue mich irgendwie drauf. Ich habe aber auch nicht wirklich Energie, deswegen ist wirklich ein Entladetraining jetzt super gut. Ja, und danach geht es dann auch für mich schon direkt wieder arbeiten. Und bis ich dann zu Hause bin, ist wahrscheinlich auch schon wieder irgendwas, ja, zwischen 17 und 18 Uhr. Also wieder wie immer ein stressiger Tag, gerade mit Training und Arbeiten. Da bleibt halt echt nicht mehr viel Zeit für anderes, gerade wenn man noch Steps am Sammeln ist. Aber gut, wir suchen uns das ja alles selbst aus. Deswegen gehe ich jetzt erstmal schön ins Training und dann sehen wir uns im Gym wieder.
Training ist einmal durch und ich muss sagen, ich bin echt mega zufrieden mit der Form. Also ich glaube, man sieht es mittlerweile, Beine kommen echt mehr raus und auch gerade hier der Cut an der Seite. Also Form wird auf jeden Fall echt besser, auch Rücken. Also ich muss sagen, ich bin echt mal gespannt, wie das Ganze dann geladen aussieht. Aber jetzt so fürs erste Entladetraining, auf jeden Fall gut. Und vor allem Beine bin ich echt überrascht, wie sehr die rausgekommen sind. Ich bin happy und jetzt mache ich mich einmal fertig und dann geht's zur Arbeit. Guten Morgen zusammen. Ich melde mich auch mal wieder. Wie ihr sehen könnt, es ist jetzt schon einen Tag später. Also wir haben es gerade Dienstagmorgen. Ja, ich bin jetzt gerade vom Training gekommen, mache mir jetzt erstmal ein Frühstück. Ich wollte euch noch ein bisschen was von gestern Abend erzählen. Ich habe ja gesagt, so, wir holen erstmal das Essen raus, was wir brauchen und dann reden wir. So. Tomaten. Ah ja. Jetzt können wir reden. Und zwar habe ich ja gestern ein bisschen was vom Training gefilmt gehabt und bin danach dann eigentlich direkt arbeiten gegangen. Und bis ich dann zu Hause war, war es auch schon ein Stückchen später. Also ich glaube, es war ja irgendwas so zwischen 17 Uhr, 17.30 Uhr, bis ich dann im Endeffekt wieder zu Hause war. Also schon ein gutes Stückchen später. Und danach sind wir eigentlich auch direkt einkaufen gegangen. Also Tag war dann doch ein bisschen stressiger auf der Arbeit gewesen und ich war echt kaputt, auch durch die wenig Kalorien und alles. Ja, man kann sich vorstellen, es war Montag, einkaufen war natürlich ziemlich voll. Also hat nicht wirklich Spaß gemacht, aber gut, muss halt gemacht werden. Gerade Gemüse und sowas geht ja wirklich immer schnell leer bei uns. Vor allem die Tomaten bei mir. So, 197, das passt doch perfekt. Dann waschen wir die einmal kurz ein. Ja, also wie gesagt, waren wir einkaufen gewesen und danach habe ich mir dann auch direkt mein Abendessen gemacht. Man kann sich vorstellen, ich war auf jeden Fall ziemlich ausgehungert dann. Ich habe ja nicht mehr wirklich viel gegessen gehabt an dem Tag. Ihr habt es ja in meinem Watery gesehen und da ist man dann wirklich immer schon sehr gut ausgehungert. Ja, und danach habe ich mich eigentlich auch direkt ans Schneiden gesetzt, denn die Videos für euch müssen natürlich auch immer fertig gemacht werden. Und dann war es auch irgendwie schon 21 Uhr. Wir haben noch ein paar Formbilder gemacht gehabt, die blende ich euch jetzt einmal ein. Also es war echt krass, wie meine Form gestern Abend war. Die Apps kamen wirklich richtig gut raus und also ich weiß nicht, momentan wird echt Form von Tag zu Tag besser und es macht natürlich auch echt Spaß, das zu sehen, wie es einfach besser wird. Und auch mein Rücken, der kam extrem raus, schon die Streifen jetzt mittlerweile an der Seite und alles. Das ist echt voll verrückt, das so zu sehen, auch im Vergleich zum ersten Wettkampf, wie sich das alles verändert hat. Das ist, nee, schon verrückt, echt alles. Und dann habe ich nur noch eigentlich mein Magerquark gegessen und dann war es auch schon nach 21 Uhr. Ja, und dann wollte ich eigentlich gegen 22 Uhr schlafen gehen. Also Tag war echt anstrengend gewesen. Gestern, man merkte schon, wenn man den ganzen Tag immer so außer Haus ist. Es ist schon nicht einfach jetzt in der Prep. Aber wie gesagt, wollte ich dann gegen 22 Uhr schlafen gehen. Und dann lag ich im Bett und ich konnte nicht schlafen. Ich weiß nicht, ob es daran lag, dass irgendwie Vollmond gerade ist oder dass die Prep mich mittlerweile einfach schlaucht. Auf jeden Fall, bis ich dann eingeschlafen war, war es irgendwann nach zwei, also das letzte Mal, als ich auf die Uhr geguckt habe, war es kurz nach zwei. Ja, bis ich dann geschlafen habe, war es wahrscheinlich so halb drei grob. Und mein Wecker ging um fünf. Also kann man sich wirklich vorstellen, wie geil die Nacht bei mir war. Überhaupt nicht. 2,5 Stunden Schlaf. Dementsprechend mit schlechter Laune bin ich auch ein bisschen heute früh aufgestanden, weil ich einfach komplett übermüdet war. Ja, bin auch wie gesagt froh wieder, dass es ein Entladetraining war heute, aber das war mega gut. Also ich weiß nicht, irgendwie, wenn man dann mal im Gym ist und die Form sieht, dann hat man auch Bock, richtig zu trainieren. Also egal, wie wenig Energie man irgendwie hat, sobald man dann im Gym ist, ist es alles irgendwie vergessen. Das ist richtig komisch. Ja, also Training war dementsprechend auch gut heute früh. Gab wieder ein klassisches Push-Training. Ich habe euch ein bisschen was abgefilmt. Einfach Schultern und Brust. Trizeps habe ich jetzt nicht gefilmt, da mache ich ja eh immer nur Trizeps drücken am Ende. Ja, und das war mein Training. Also,
Verrückt, jetzt sind es noch 2 Tage, wo ich hier Low Carb esse. Ich freue mich mittlerweile echt auf die Carbs. Also ich kann gar nicht sagen, wie sehr ich meine Carbs vermisse. Gewicht war gestern, heute jetzt wieder ein bisschen mehr oben. Klar, durch den wenig Schlaf ist das alles kein Wunder. Ja, Hungergefühl ist auch da, aber ich muss sagen, zum Glück ist diese Übelkeit wieder weggegangen. Also was ich euch am Anfang des Vlogs erzählt hatte, das war nur an dem einen Tag und dann ist es auch wieder weggegangen. Also keine Ahnung, manchmal kommt es, dann geht's wieder. Muss man nicht unbedingt verstehen, aber ich meine, ich bin froh, wenn es weg ist. Also ich brauche diese Übelkeit nicht, definitiv nicht. Aber mit dem Trinken ansonsten klappt auch gut. Also ich hatte gestern sehr viel Durst. Ich soll ja jetzt gerade immer so zwischen 6 und 7 Litern trinken und da hatte ich gestern gar kein Problem. Also ich kam auf meine knapp 7 Liter und ich hätte sogar theoretisch noch mehr trinken können. Also Durst war auf jeden Fall da. Ich weiß nicht warum, keine Ahnung. Wahrscheinlich, weil ich so wenig essen kann, will mein Körper zumindest irgendwie trinken. Ja, und jetzt mache ich mir mal mein Frühstück gerade fertig. Ich freue mich auch schon echt jetzt aufs Essen. Manchmal verstehe ich das hier aber auch nicht. Man kocht die Eier alle gleich lang. Und manche lassen sich so perfekt schälen. Und manche, wie das jetzt zum Beispiel, da lässt sich gefühlt die Schale überhaupt nicht richtig abmachen. Ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Ich weiß es nicht. Also ich muss sagen, ich bin auch echt froh nach der Prep, wenn ich dann nicht mehr so viele Eier essen muss. Also ich meine, es ist okay, gerade als Vegetarier kommt man halt durch die Eier sehr gut auf sein Eiweiß, aber ich mag das eigentlich gar nicht, so viele Eier zu essen. Das gleiche fast für den Brokkoli. Also ich mag Brokkoli zwar echt gerne, aber irgendwann, wenn man es dann monatelang isst, reicht es auch. Also klar, ich wechsle ab und zu auch nochmal mit Zucchini und Tomaten ab, aber es ist im Endeffekt trotzdem was anderes. Ich weiß nicht warum, aber ich habe in letzter Zeit so richtig Lust auf Rosenkohl. Ich weiß nicht warum. Wir waren ja auf Malle gewesen. Im Mai war das nach meinem letzten Wettkampf. Und da gab es im Hotel Rosenkohl. Und ich war immer der festen Überzeugung, ich mag keinen Rosenkohl. Aber in dem Hotel gab es so richtig leckeren angebratenen Rosenkohl. Und den habe ich dann auch einfach gegessen gehabt. Der hat mir richtig gut geschmeckt. Ich weiß nicht warum. Und seitdem habe ich jetzt manchmal einfach so richtig Lust auf Rosenkohl. Also ich glaube, das werde ich mir nach der Prep dann auch relativ direkt machen. Einfach Rosenkohl. Voll komisch, man muss manchmal echt nicht verstehen, warum man auf so bestimmte Sachen Lust hat. Aber bei mir ist es gerade Rosenkohl. Ja, so. Perfekt. Und dann haben wir jetzt einmal mein schönes Frühstück. Ja, einfach wieder 200 Gramm Tomaten, 2 volle Eier und von 3 Eiern das Eiweiß. Supi, und das gibt's jetzt einmal bei mir und dann werde ich auch direkt anfangen zu arbeiten. Ich melde mich jetzt gerade auch einmal wieder. Wir haben es schon spät am Abend. Ich bin einmal eingekuschelt in einen viel zu großen Pulli, weil mir echt wieder ein bisschen kalt ist. Also ich merke die Prep schon echt. Mir ist immer kalt. Ja, irgendwie momentan, dadurch, dass der Alltag immer so vollgepackt ist, es ist krass, wie schnell das alles irgendwie vergeht. Also ich habe euch ja das letzte Mal heute früh gefilmt und dann habe ich auch gearbeitet den ganzen Tag. Dann war es auch schon wieder nach 17 Uhr. Ich bin dann wie immer eigentlich für eine Stunde in die Badewanne gegangen, habe versucht nochmal die Farbreste, die restlichen runterzubekommen. Und ich muss sagen, keine Ahnung, was heute los war, aber es hat richtig gut geklappt. Also es ist jetzt fast alles runter. Noch so ein paar kleine Stellen, die noch ein bisschen fleckig sind. Aber ich denke, das sollte ich jetzt auch nochmal die nächsten 2 Tage wegbekommen. Falls nicht, ist es auch okay. Also es ist wirklich nicht mehr viel, was jetzt noch vor Farbe ist. Und danach habe ich dann auch schon direkt mein Abendessen gegen 18 Uhr gemacht. Wieder das, was ich auch in dem What I Eat in a Day gefilmt hatte. Und dann habe ich bis jetzt eben geschnitten. Ja, und jetzt haben wir schon wieder kurz nach 8. Der Tag ist gefühlt rum. Also das ist krass, irgendwie mit Training, dann Arbeit, dann noch auf die Steps kommen, Meal Prep wieder. Die Zeit vergeht viel zu schnell. Und jetzt sind es nur noch, ja, Mittwoch. Jetzt ist nur noch bis Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag. 4 Tagen ist der Wettkampf. Und ich habe einfach jetzt schon fast alles Low Carb überstanden. Also es ist nur noch morgen der letzte Tag und dann wird schon geladen für den Wettkampf. Es ging mir gerade irgendwie alles viel zu schnell. Also ich weiß nicht, die letzten paar Tage sind irgendwie so wie im Flug vergangen. Ich bin zwar auch echt relativ am Ende von der Energie, also man merkt schon ganz schön. Ich muss sagen, Meta Plus,
wirklich momentan Lebensretter. Also ich wüsste nicht, was ich ohne Meta Plus machen würde. Ich glaube, ich würde den Tag wirklich nicht so gut überstehen. Gerade jetzt heute mit nur 2,5 Stunden Schlaf oder was ich hatte, muss ich sagen, ich habe den Tag echt ganz gut überstanden. Also gerade als ich dann am Arbeiten war, man hatte irgendwie so viel zu tun gehabt und dann ging der Tag einfach rum. Ja, aber ich muss sagen, jetzt werde ich mich wahrscheinlich hier auch nur noch auf die Couch setzen, ein bisschen schneiden noch. Und dann gibt es gleich noch für mich wieder meinen Magerquark mit Mandelmus. Da muss ich halt schon sagen, fehlt mir das Flavin Tasty jetzt mittlerweile echt. Also klar, ich bin hungrig und ich freue mich auch darauf, das zu essen, aber es ist halt schon einfach im Endeffekt einfach nur purer Magerquark. Und ich meine, Mandelmus ist zwar geil darüber, aber es schmeckt halt schon nicht so gut. Also das vermisse ich gerade irgendwie echt mit am meisten, muss ich sagen. Da freue ich mich wirklich wieder drauf, das Flavin Tasty nehmen zu können. Ja, und deswegen passiert jetzt auch nicht mehr viel. Morgen steht dann noch das letzte Entladetraining an. Nochmal Pull. Da weiß ich noch nicht, ob ich euch mitnehmen werde, weil das habe ich euch ja schon den letzten Peak Week Video auch abgefilmt gehabt. Und da ändert sich nicht viel. Das gleiche wieder, weniger Gewicht, mehr Wiederholung. Ja, mit dem Trinken klappt es momentan auch ganz gut. Also schon wie gestern. Ich trinke irgendwie sogar fast zu viel. Ich weiß nicht, ich habe momentan echt Durst, obwohl es so kalt ist. Ist irgendwie komisch. Normalerweise trinke ich immer nur so viel, wenn es warm draußen ist. Körper muss man nicht immer verstehen. Was es ab morgen dann für mich auch schon wieder gibt, ist Brennnesseltee. Den werde ich dann morgen auch mit auf die Arbeit nehmen. Da werde ich wahrscheinlich ja schon so 2 Tassen, auf jeden Fall, vielleicht 3 Brennnesseltee trinken. Also auf jeden Fall, dass ich so grob, ja, auf 1 Liter, sagen wir mal, komme. Bleiben aber trotzdem nochmal bei den 6 bis 7 Litern. Dann würde ich sagen, sehen wir uns wahrscheinlich morgen. Entweder dann doch im Training, aber ich schätze mal eher dann abends, wenn ich von der Arbeit wieder nach Hause komme. Irgendwie komisch gerade. Weil das Ding ist, ich weiß, es sind jetzt nur noch diese 2 Wettkämpfe und danach ist es einfach rum. Die ganze Wettkampfvorbereitung. Ich bin ja irgendwie so fast durchgehend seit letztem Oktober auf Diät gewesen und zumindest irgendwie in der Vorbereitung mit meinem Kopf immer in Wettkämpfen. Und jetzt so zu wissen, es sind gefühlt nur noch 1,5 Wochen und dann ist alles vorbei, ist irgendwie schon schwer. Also einerseits, ich freue mich klar wieder drauf zu essen und alles, mehr Energie zu haben, aber ich weiß, dass die Wettkämpfe dann rum sind. Aber ich glaube, es geht jedem so, der irgendwie jetzt gerade in dieser Phase ist. Es ist irgendwie ein weinendes und ein lachendes Auge, aber ich muss sagen, ich freue mich jetzt erstmal auf die nächsten 2 Wettkämpfe und vor allem wieder essen zu können. Auf die Carbs, oh mein Gott. Ihr glaubt nicht, wie sehr ich mich jetzt schon wieder auf den Reis am Donnerstag freue. Einfach Reis, Maiswaffeln. Dann gibt es auf jeden Fall wieder eine Happy Leonie. So, und bevor ich jetzt wieder 10.000 Stunden mit euch weiterquatsche, werde ich jetzt noch ein bisschen schneiden, meine letzte Mahlzeit mir machen und dann auch hoffentlich mal besser schlafen. Ja. Gucken wir mal, wie es heute wird. Auf jeden Fall hoffentlich mehr als 2, 3 Stündchen. Ich versuche wieder so um 10 ins Bett zu gehen. Um 5 stehe ich wieder auf, dass ich so meine 7 Stunden Schlaf habe. Gucken wir mal. Aber spätestens am Freitag kann ich dann ein bisschen länger schlafen. Da muss ich nämlich nicht mehr arbeiten. Das ist auch ganz praktisch. Ja, so. Macht's gut. Bis morgen. Hello again. Wie ich es gestern ja schon gesagt habe, melde ich mich erst abends wieder. Wir haben es jetzt gerade 7:15, um genau zu sein. Ja, ich habe heute früh erstmal ein neues Low auf der Waage gehabt. Ich war heute früh einfach bei 48,8, also mega gut. Nochmal ein Drop von 300 Gramm zu dem letzten Low, also wirklich sehr gut. Hat mich gefreut auf jeden Fall. An der Form hat man es heute früh auch gesehen. Also sie war schon recht lean, aber ich fühle mich auch einfach flach. Also das muss ich sagen, die Carbs, dass man die nicht mehr intus hat, merkt man schon. Und dann habe ich mir auch eigentlich heute früh nur noch meinen Brennnesseltee gemacht gehabt. Da fange ich jetzt ja auch wieder an, die in die nächsten Tage zu trinken. Und mein Meta Plus habe ich mir noch für die Arbeit vorbereitet. Dann ging es eigentlich auch schon direkt ins Training. Da stand für mich ja heute die letzte Pull-Session an. Auch wieder ganz klassisch einfach ein Entladetraining. Dient ja einfach nur dazu, dass wir nochmal die Muskeln durchpumpen können und ja auf keinen Fall wollen, dass wir so einen großen Reiz setzen, dass wir im Endeffekt Muskelkater bekommen. Hat aber heute echt
gut geklappt. Ich habe weniger Gewicht genommen als bei der letzten Peak Week, weil ich habe gemerkt, dass es mir doch sonst zu anstrengend geworden wäre und ich wahrscheinlich doch irgendwie ein bisschen Muskelkater bekommen hätte und dann ziehen wir ja Wasser und das wollen wir auf keinen Fall für den Wettkampf. Deswegen habe ich heute einfach ein bisschen weniger Gewicht genommen. Ich habe 4 Rückenübungen gemacht. Ich glaube, 3 Stück davon habe ich euch abgefilmt gehabt. Hauptsächlich wieder für den Lat und inneren Rücken. Dann gab es noch hintere Schulter für mich, einfach wie immer Reverse Butterfly. Da kam heute echt die hintere Schulter auch voll gut raus, also hat mich richtig gefreut. Und dann zum Schluss gab es ganz klassisch Bizeps. Ja, da kam die Ader an der Schulter schon auch echt gut raus und auch gerade am Unterarm, finde ich, im Bizeps, den Übergang, hat man schon deutlich mehr gesehen. Also ich muss sagen, an der Form hat sich die letzten Tage jetzt echt nochmal gut was getan. Ich merke, dass ich leaner geworden bin im Vergleich zum letzten Wettkampf und das war ja auch das Ziel. Ja, Streifen am Rücken wurden auch mehr, das habe ich euch gestern Abend ja schon gezeigt gehabt bei dem Video. Also schon krass, was sich da jetzt nochmal so getan hat. Und ich weiß, wenn ich jetzt noch deutlich länger diäten würde, also keine Ahnung, wenn wir jetzt nochmal so 4 bis 6 Wochen Zeit hätten, dann würde die Form wirklich nochmal ein ganz anderes Level erreichen. Aber irgendwann reicht es dann auch, muss ich sagen. Ja, und dann bin ich auch nach dem Training eigentlich direkt dann wieder arbeiten gegangen und war gegen kurz nach 5 erst wieder zu Hause. Das ist halt echt, wenn man irgendwie morgens trainiert und dann von der Arbeit erst dann so spät nach Hause kommt, dann kann man halt auch nicht viel filmen. Das ist halt typischer Arbeitsalltag. Danach bin ich wie immer einfach in die Badewanne gegangen, habe nochmal die letzten Farbreste relativ gut abbekommen. Also es sind jetzt so ein paar Ministellen, wo noch ein bisschen was dran ist, aber das ist auf jeden Fall wirklich voll gut abgegangen. Also muss ich sagen, bin ich froh. Und dann habe ich mir mein Abendessen gemacht. Wieder einfach Brokkoli und Harzer Käse. Ja, und der Hunger ist definitiv noch da. Also ich muss sagen, ich freue mich echt krass auf morgen. Und oh mein Gott, Leute, ich habe mir einfach schon den Reis jetzt gemacht. Oh, das hat so gut gerochen. Ihr glaubt es nicht. Einfach 160 Gramm Reis, die ich morgen essen kann. Verrückt. Ich freue mich einfach so. Ich meine, diese 12 Tage waren es jetzt ja, glaube ich, Low Carb, sind einfach rum. Nur noch jetzt, heute Abend, meine letzte Mahlzeit, Magerquark mit Mandelmus und dann habe ich es geschafft. Dann wird morgen einfach geladen. Das ist krass. Am Anfang kam mir das so voll lang vor und ich dachte, oh mein Gott, wann gehen die Tage und alles endlich vorbei und jetzt ist es einfach rum. Ich habe es geschafft. Das ist das, was man sich immer vor Augen halten muss, eigentlich Step für Step jeden Tag einfach machen und dann hat man es doch schneller rum irgendwie, als einem lieb ist. Ja, da freue ich mich morgen echt drauf. Also der ist jetzt gerade einmal am Kochen im Kochtopf und den werde ich mir dann noch gleich in die Tupper-Schüssel tun. Wird, denke ich, auch eine ganz gute Portion sein bei 160 Gramm, sollte aber, denke ich, noch in eine Schüssel passen. Ja, und das kann ich mir morgen dann gönnen. Ansonsten, ja, Struggles mental kommen gerade auf jeden Fall. Also ich muss sagen, Insta ist wirklich kein Freund. Also ich merke das jetzt auch wieder, je mehr man auf Insta irgendwie rumhängt, dann vergleicht man sich zu sehr. Bei meinem allerersten Wettkampf, da war ich gefühlt gar nicht auf Insta und habe mir einfach gedacht, okay, hier, wir gucken einfach mal, was kommt. Und ich habe eine Form für mich erreicht, die ich früher mir niemals hätte vorstellen können. Ich meine, es war mein allererster Wettkampf. Was hätte ich erwarten können? Aber jetzt, es ist irgendwie, wenn man zu viel da drauf ist, man vergleicht sich zu viel. Und gerade auf Bildern kann man halt auch echt nicht den Unterschied sehen. Also da gibt es so viele krasse Dinge, wo man irgendwie mit Licht rumspielen kann oder die sind dann auch bearbeitet oder auf Pump. Das weiß man einfach alles nicht. Deswegen, am Ende kann man sich nur vergleichen, wenn man dann wirklich auf der Bühne steht. Deswegen am besten wirklich versuchen, so wenig wie möglich irgendwie auf Social Media jetzt gerade die letzten Tage vorm Wettkampf abzuhängen. Weil ich meine, man kann es eh nicht ändern. Die, die am Wettkampf teilnehmen, nehmen am Wettkampf teil und man kann nur dann an dem Tag sein Bestes geben, einfach gucken, dass man die Form dann im Notfall halt in der nächsten Offseason verbessert, dass man mehr Muskeln draufpackt an bestimmten Stellen und dann die nächste Wettkampfsaison wieder besser wird. Deswegen, ich versuche mich gerade nicht so verrückt zu machen, aber Zweifel sind trotzdem immer da und das geht mir auch genauso. Also egal, wie gut man die letzten Wettkämpfe immer platziert wurde, ich glaube, die Zweifel gehen nie weg.
Und das ist auch irgendwie dieser Sport. Man selbst kann sich eh nicht mehr richtig wahrnehmen. Man denkt, man ist noch viel zu dick und alles, aber eigentlich ist man voll lean. Also, ich meine, wie viel Prozent der Weltbevölkerung haben eigentlich so einen geringen Körperfettanteil? Das sind die wenigsten. Nur man selbst verliert halt irgendwie diesen Blick dafür, weil man extrem in dieser Fitness und vor allem in dieser Wettkampfbubble ist. Da ist gefühlt jeder einfach nur 24/7 shredded und man muss sich halt einfach mal vor Augen halten, dass das nicht normal ist. Und dass es auch in Ordnung ist, dann wieder mehr zu wiegen. Auch wenn es schwer ist für den Kopf. Weil man sich immer denkt, hier wird noch mehr weggehen. Und das sollte aber eigentlich nicht das Ziel von uns allen sein, sondern einfach, dass wir zufrieden mit unserer Form sind und was wir erreicht haben und dass der Weg das Ziel ist. Was wir alles bis dahin geschafft haben. Ja. Ach. Tut gut, manchmal einfach nur so mit euch die ganze Zeit zu quatschen. Ja, ich werde jetzt auch nicht mehr viel machen. Also der Tag war schon anstrengend. Ich habe heute Nacht endlich mal wieder ein bisschen besser geschlafen. Ich habe, glaube ich, 6 Stunden geschlafen. Hat mal gut getan. Jetzt morgen kann ich auch ein bisschen länger schlafen. Dadurch, dass ich ja nicht ins Training mehr früh vor der Arbeit muss, kann ich eine Stunde, ja, fast eine Stunde länger schlafen. Wird, denke ich, meiner Form auch nochmal ganz gut tun. Und dann esse ich jetzt noch den Magerquark mit Mandelmus und freue mich auf morgen. Krass, das sind einfach nur noch 2 Tage bis zum Wettkampf. Ich bin jetzt 3 days out. Voll verrückt. Ja, in diesem Sinne verabschiede ich mich jetzt auch von euch für den Peak Week Vlog 1. Ich denke mal, ich werde 2 diesmal machen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst mir gerne einen Daumen hoch da, abonniert mich und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, tschüss.